Hey Leute, willkommen zurück bei Software Inc. Geht schon los hier oben? Ja, geht schon los. Okay, und damit geht's weiter. Ich mache jetzt hier links erstmal die ganze Liste weg. Bisschen schade, dass sie nicht nach einem Tag oder so, dass die ersten 3, 4, 5 wieder verschwinden. Oder nach ein paar Sekunden oder so. Ah, da kommt schon das nächste. Aha, die Server sind zu gering, haben eine zu geringe Kapazität. Die können den Flitzer 2 nicht ganz mit aufnehmen. Okay. Ja, dann wird es wahrscheinlich doch endlich mal Zeit, dass wir uns den Keller schon bauen. Wir haben ja, hier hinten haben wir ja einen Fahrstuhl. Kann ich tatsächlich in den Keller bauen? Ja, jetzt sehen wir es auch im Baumodus. Da fängt der Fahrstuhl an. Pass mal auf, dann machen wir hier erstmal wie so einen kleinen Dreiergang. Dann können wir ruhig ein bisschen länger machen. Wir haben es ja. Wir müssen ja nicht am Hungertuch nagen. Ja, so wollte ich das nicht. Sondern. Abteil 1. Fenster brauchen wir ja hier unten nicht bauen. Wäre ja auch albern. So, dann machen wir hier unten den ersten großen Serverraum. Da können wir ja hier unten nach und nach so eine kleine Untergrundstruktur bauen. Für die ganze Firma. Ich überlege gerade, wie groß ich die ganzen Serverräume mache. Können die ja später noch größer machen. Ich gehe mal so rum hin. 3, 4, 4, 9. Wie viel sind das? Halt. Noch eine? 9 mal 9? Ne, 11 mal 11. So rum. So. Wird ein Schuh draus. Wir brauchen. Na, wähl doch. Bitte mal die Tür aus. Das Problem ist ja, lüftungstechnisch und so brauche ich ja hier nichts machen, oder? Ist ja ein Keller. Ist ja auch Schwachsinn, wenn ich jetzt hier ein Fenster baue, dürfte es ja gar kein Licht geben. Genau. Gut, das checkt das Spiel schon mal. Super, ja. Da haut es doch hin, was fehlt hier? Lampen, genau. Genau, Lampen und Fenster natürlich. Nein, ich denke, Lampen reichen für hier unten. Pass mal auf, wir machen hier unten Wandlampen. Und abseits der Serverräume können wir auch Heizung bauen. Das ist ja, denke ich, kein Problem. Aber der Rest, der bleibt ein bisschen unterkühlt. Mal wenig Pflanzen. Brauchen wir hier unten sowieso nicht und keine Bilder und nichts kommt hier hin. Was wollen wir hier noch? Genau, hier brauchen wir natürlich auch Lichter und Lampen. Ich möchte mal, ja, obwohl. So, halt, komm mal her. 1, 2, 3, 4. So, da sind die wenigstens parallel. Wunderbar, das hätten wir. Machen wir es mal so, oder? Sieht schon ganz cool aus mit den Fliesen. Fliesen. Die reflektieren auch so ein kleines bisschen das Licht. Ah, nicht schlecht. Okay. Ah, okay, das dachte ich mir. Die kann ich nicht unter die Lampen bauen. Das haut nicht hin. Macht nichts. Da lassen wir einfach eins frei. Und fangen mal hier oben an. Das kostet ein so ein Ding. Halt, hier steht es irgendwo, da oben 3601. Wow. Ich würde das jetzt erstmal wieder so handhaben, dass wir hier zwei Reihen haben, eine oben, eine unten.
Huch, so wollte ich nicht. So. Müssen wir die alle noch miteinander verbinden? Kann ich die eigentlich über verschiedene Etagen miteinander verbinden? Wenn ich von da nach da gehe, geht das? Oh, das geht tatsächlich. Das funktioniert sogar. Das ist ja nett. Geil. Genau. Das. Dann lassen wir den Kleinen einfach da oben. Oder nehmen wir den doch weg? Bin mir gerade nicht sicher. Am liebsten würde ich hier unten, würde ich es doch lieber neu hier unten machen. Halt. Halt. Stopp. Ach ja, so rum ging's. So rum. Sorry. Nein. Ah, oh Mann. Manchmal stellt man sich echt ein bisschen dämlich an. Na gut. Schade, ich krieg das gerade hier nicht weg. Müsste ich vielleicht hier oben die Server erst löschen. Ich wüsste gerade gar nicht. Ach so. Ah, okay. Müsste ich das jetzt alles löschen? Ich lösche die jetzt mal hier oben, da machen wir vielleicht noch mal. Ich überlege, ob man da noch mal eine Toilette oder sowas draus machen. Oder noch mal einen Gemeinschaftsraum oder irgendwas anderes oder halt noch mal ein Büro. Ich hatte mir auch gedacht, wir können eigentlich noch einen zweiten Gebäudekomplex bauen, denn ich hätte es dann doch lieber, wenn wir statt der zweiten Etage für die Marketingleute einfach ein eigenes Gelände hätten. Hier hinten zum Beispiel. Das finde ich ein bisschen cooler, muss ich sagen. Ah, das hier unten gefällt mir auch schon mal sehr gut. Wunderbar. Dann müssen wir nur noch mal. Ach so, hat es mir jetzt die komplette. Nö, das haut hin. Ich will, dass du dich so verbindest. Ach so, das hat automatisch den Software-Server draus gemacht. Das ist ja nett. Das ist cool. Es gibt manchmal Dinge, die muss man erst 100 Mal verkehrt machen, bis man es dann irgendwann mal drin hat. Server 14? Nein, nicht Server 14. Moment. Wo war der Spaß? Hier. Was hatten wir denn? War das Software-Server und für die Games hatten wir einen, oder? Ich bin mir gerade nicht mal sicher. Ich glaube schon. Software ist zu 50% belegt. Wow. Ach genau, das Hampelmännchen, Webbrowser Game und der Flitzer 3. Die sollen doch eigentlich hier runter. Resident Evil braucht auch noch was. Stimmt, das hatten wir auch entwickelt. So, Quatsch, jetzt hatte ich schon wieder Mist gemacht. Das kommt raus. Das kommt nämlich in den Softwares. Halt, warte mal. Genau, das kommt dahin. Wieso kann ich das hier eigentlich nicht verbreitern? Oder geht das hier oben? Ach so, doch hier oben. Ah, okay.
Die kommen raus, die sollen eigentlich bei den... Wie kriege ich die jetzt wieder hier oben rein? Ah, okay. Ah, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Ich muss hier unten einfach den anderen Server auswählen und dann müssten die jetzt hier oben drin sein. Genau. Meine Güte, manchmal ist man echt ziemlich dämlich. Okay, der Software-Server, der ist schon relativ voll und da wir bald noch mehr entwickeln. Ich lasse einfach mal die Zeit schneller laufen. Okay, die endet jetzt sowieso wieder, wenn ich in den Baumodus gehe. Bauen wir einfach nochmal eine neue Reihe Server hin. Die kommt zur Software noch dazu. Ich weiß nicht, ob Serverräume auch zu groß werden können hier im Spiel. Dass die dann dadurch vielleicht eine Überhitzung kriegen oder so. So. Wunderbar. Oh Gott, wie die Türen alle schließen. Ich zoome mal ein bisschen raus. Was haben wir denn? Januar 97 haben wir jetzt schon. Kleines bisschen Geld machen wir sogar noch mit dem Flitzer 3. Und unser Hampelmännchen im Webbrowser Game macht auch noch ein bisschen Geld. Okay, das ändern wir mal ab. Außen Fußboden haben wir das. Und innen haben wir das. Und ich entschuldige mich dafür für die Hintergrundgeräusche. Da ist jemand gerade ein bisschen rattig. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut. Na, hör auf. So. Tut mir leid, weiter geht's. Die pennen alle. Ach ja, die haben ja nichts zu tun, genau. Können wir nochmal schauen, gibt es was Neues? Wollen wir nochmal ein Betriebssystem machen? Ich denke, da können wir nochmal was Neues bauen. Genau, mit 3D, Plug and Play, Multitasking. Multithreading, halt Netzwerk, automatische Updates. Okay, HD-Audio, 16 Leute. Core-Team, genau. Haut auch hin, oder? Produktname, das ist das OS7, müsste das sein. Mit Sternchen. Okay, dann legt mal los. Und irgendwie klappt das mit dem Turm ja nicht so ganz. Der kommt erstmal wieder ins... Ach nee, haut schon hin. Genau. Genau, ist er eventuell oben in seiner Hütte? Da ist er nicht. Schade. Der nimmt vielleicht auch einfach hier unten irgendwo ein anderes Räumchen, wenn da was frei ist. Naja, gut. Soll er machen. Stört mich nicht. Wie warm ist denn das hier? 39 Grad sind sie drin. Das ist ja krass. Ich habe gedacht, hier unter der Erde wäre es ein bisschen kühler. Wie sieht es denn hier aus? 5 Grad, ja. Okay, da können die wahrscheinlich tatsächlich überhitzen. Ich weiß nicht, wie es 39 Grad, wie das ist. Ob da schon zu viel ist, aber ein Server irgendwie kaputt geht oder so. 5 Prozesse. Okay. Wie wird geparkt? Oh, hier, das bestimmte Chef vom Auto. Das Auto vom Chef. Der Schwarze. Ah, hier wird schon schön designt. Das geht auch ruckzuck wieder. Bräuchten bestimmt noch ein paar Leute. Ah, hier genau. Kommt schon, die bilden wir mal im Designsystem aus. 3 Monate ruhig. Machen wir jetzt einfach mal, während da hätte ich natürlich vorher mal machen können. Eva Parker auch im System Programmierung, 3 Monate von mir aus. Und dann können wir ja auch mal gucken. Man könnte doch irgendwo. Wo war das denn? Versicherung, genau. Da schauen wir gleich mal hin, wenn das hier weitergeht, in die nächste Entwicklungsstufe.
Können wir gleich gucken. Das dauert auch noch ein bisschen länger, als ich dachte. Geld in Versicherung, Krankenversicherung. Ach so, ich kann bloß eins wählen, die anderen werden dann daran angepasst. Ah, okay. Nicht so einfach, oder? Oder kann ich das hier erhöhen, dass ich hier dann allgemein noch mehr machen kann? Nee. 6000. Oder muss ich erst auf Einzahlen gehen, dass ich hier unten dann mehr machen kann? Ich mache einfach mal. Nee. Na gut. Ja, dann machen wir einfach mal. Oh hier, das muss weitergemacht werden. Ab in die Entwicklung damit. Reicht eigentlich der Parkplatz? Ja, oder? Ja, doch, müsste auf jeden Fall. Wie viele Autos sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Autos. Zwei sind zur Weiterbildung. Okay, und das eine Marketingprogramm hier oben beende ich jetzt mal. Das hat sich ausgemarktet. Da haben wir alles abgeschöpft, was ging. Aber das neue Betriebssystem kommt ja dann bald auf den Markt. Jetzt haben wir schon April. Machen gerade ein bisschen Minus, aber das gehört dazu. 13 Millionen haben wir nur noch. Wir waren mal bei 17. Uns hat es doch das letzte Mal 17 Millionen, glaube ich, angezeigt. So, komm schon. Na, dauert noch ein bisschen. Qualität großartig. Sehr gut. Das sieht spitze aus. Und ab damit 2 Bugs entfernt. Super, dann kommt es morgen in den Marketingprozess. Ich denke, da werden wir einiges rausholen können. Warten wir noch ab. Und dann hoffe ich doch mal wenigstens, wirklich wenigstens auf 1 Million. Das beende ich mal. Dann bin ich mal gespannt. Dann könnten wir direkt ein Antivirenprogramm nochmal hinterher schieben. Bei welchem Antivirenprogramm waren wir denn schon? 7. Hatten wir schon 7er OS? Nö. Okay, dann ist es das Antivir 8. Antivirus, Original, ja genau. Qualität natürlich, optisches Tool, da müssen wir auch was suchen. Und zwar. Nehmen wir mal das. Sieht sehr gut aus, gute Qualität. Populär war das auch. Okay, müssen wir natürlich. Unser Betriebssystem, das neue auf jeden Fall, das hat zwar derzeit nur 28%. Ist ja auch gerade erst auf den Markt gekommen. Lion OS 4 auch. Dürfte auch gerade erst rausgekommen sein, oder? Ne, schon ein bisschen älter. Oh, super. 99,94%, ich denke, das reicht. Okay, ah hier, Firewall, E-Mail-Scanner, Virendatenbank, alles mit dazu. Und ab damit, genau. Da sitzen die Leute nicht so untätig rum. Und Marketing haut mehr als komplett hin. Super. Oh, ich bin gespannt. Ich hoffe echt auf 1 Million. Bisschen mehr wäre noch geiler. Wobei wir ja noch einiges haben. So, jetzt kommt es drauf an. Alle ab nach Hause. 1,2 Millionen. Ja. Yeah. Super. Jetzt entfernen wir hier noch die Bugs beim Virensystem, beim Virenscanner. Und dann hauen wir das direkt hinterher. So, dann schauen wir jetzt nochmal, was der zweite Tag fürs OS bringt und der erste Tag fürs neue Antivirenprogramm. Ich sehe gerade, da ist ein Schreibfehler drin beim Antivirenprogramm. Da fehlt ein Leerzeichen zwischen S und A. Macht aber nichts, die Leute kaufen es trotzdem.
Super, Alter. Auch nochmal, jetzt haben die ungefähr beide gleich viel. OS ging auf 737.000 und das WRM-Programm auf 738.000. Das ist ja abgefahren. Super, da haben wir eine ganze Menge Geld nochmal gemacht. Hat sich gelohnt, die Weiterentwicklung bzw. Neuentwicklung vom Betriebssystem, vom 97er Betriebssystem, Antivirenprogramm auch hinterhergeschoben. Hier unten ist Disco. Yeah. Keine Ahnung, was das ist. Sieht super aus. Die Server feiern das ja so ein bisschen, das ist schön. Keine Ahnung, ob das gerade ein Bug ist oder ob ich da was anders machen kann. Naja, macht nichts. Ich würde sagen, das war es erstmal wieder von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schöne Pfingsten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.